Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem fünften Good Old Game, also meinem persönlichen zumindest fünften Good Old Game hier auf MicroHazard TV. Und ihr seht es natürlich schon, es handelt sich um wieder einen alten Klassiker. Es ist einmal Airline Tycoon Deluxe. Leider dieses Spiel nur in der maximalen Auflösung von 640x480. Ja, damals gab es noch solche Auflösungen. Kennt ihr alle gar nicht mehr wahrscheinlich. Jedenfalls alle, die der jüngeren Generation angehören, die kennen das nicht mehr. Diese Auflösungen, die sind alle schon mit HD oder Full HD groß geworden. Wir haben damals noch mit ja, 800x600 oder halt auch 640x480 gespielt. Und überhaupt kein Problem gewesen, damals noch mit alten Röhrenmonitoren. Aber zurück zu Airline Tycoon Deluxe. Das Spiel entwickelt von meines Wissens Spellbound. Ich habe mich jetzt leider nicht so groß informiert darüber. Vorab leider ja, habe ich versäumt. Tut mir leid, entschuldige ich mich dafür. Aber ist auch vollkommen egal, wer das Spiel kennt, der weiß, dass es gut ist. Und wir werden ein freies Spiel gleich mal starten, in den ihr hört es schon, ich habe die MIDI-Musik ausgeschaltet, da man die leider an der Lautstärke nicht regeln kann und sie sonst sehr laut ist. Und wir sehen nämlich hier die MIDI-Musik, die habe ich ausgemacht. Die restlichen Lautstärke habe ich so angepasst. Also wir haben Sounds definitiv im Spiel drin, die Musik habe ich nur ausgemacht, weil wie gesagt, sie wäre definitiv zu laut. Und lässt sich im Spiel nicht regeln, leider. So, wir werden ansonsten jetzt einfach mal ein freies Spiel starten, würde ich sagen. Und Startflughafen habe ich Berlin gewählt. Man kann hier ganz viel auswählen. Ich habe Berlin genommen. Und wie ich eigentlich fast immer nehme auch. Ja. Ich habe die Namen der Besitzer der vier Fluglinien hier im Spiel bereits ein bisschen angepasst. Mal gucken, was da für Reaktionen kommen. Ich spiele in der Regel mit Honey Airlines und deswegen ist hier, steht hier auch schon Ice Dragon drin. Und Phoenix Travel ist der Bio, haben wir den Bio genommen, den Biohazard. Tino, ja, ich habe mir gedacht, ich nehme dich mal mit rein. Du bist Falcon Lines, Tino Pintur. Und ja, ist zwar keine Frau, aber ist mir egal. Peter, du bist Simo Hoshi hier bei Sunshine Airways und ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal und legen los. Ah, Sie sind also die neuen Tycoons. Interessant. Dann will ich direkt etwas klarstellen. Ich werde hier nichts dulden, was meinen Flughafen durcheinander bringt. Also, achten Sie darauf, was Sie tun. Gut, das wär's dann. Wir sehen uns morgen früh pünktlich 9 Uhr. So, das war der Flughafenchef. Und das ist unser Büro übrigens. Wir schauen uns den Flughafen gleich mal ein wenig an. Vorab, die Zeit läuft ja relativ gemütlich. Und wir werden uns den mal angucken. Fangen wir mal links an. Ganz links finden wir das, den Frachthanger. Mit einem Doppelklick können wir dahin springen. Ne, den rennt er nur. Mit Leertaste können wir hinspringen. So. Das ist das Frachtzentrum. Die Sekretärin, die schalte ich jetzt mal weg. Die stört mich jetzt schon. Die Sekretärin, die ist. Ja, ich kenne das Spiel. So, das ist das Frachtzentrum. Hier gibt es Fracht entsprechend von und nach. Jeweils, das sind oben die echten Abkürzungen hier von Palma de Mallorca nach Berlin zum Beispiel, 15 Tonnen Fracht. Bis Donnerstag muss das erledigt sein. Gibt immer Zeitsachen. Einige Sachen bringen gut Geld. Wir sehen hier von Atlantis nach Berlin. Ja, Atlantis gibt es jetzt nur, weil es die Deluxe-Version gibt. Ansonsten gibt es natürlich kein Atlantis. Ne? Es sind einige Sachen hinzugefügt in der Deluxe-Variante. Und die können wir ansprechen. Die Frachtpapiere hängen noch an der Kiste. Sorry, aber ich habe jetzt noch zum Ton. Genau. Wir könnten hier unten, wenn wir den Kleber... Hey, den Kleber brauche ich noch. Genau, den können wir nicht mitnehmen, weil den braucht er noch. Hier gibt es ein paar kleine Gimmicks, die man da steht. Auch eine Waffe, guckt man da. Da hinten ist ein U-Boot. Da hinten ist eine Mona Lisa. Es sind nur so ein paar kleine,
Easter Eggs immer so versteckt. Also, wenn wir den hier an, wenn wir hier versuchen, ein Getränk rauszuholen, kriegen wir einen Stromschlag. Bitteschön. Das Museum öffnet erst später um 11. Da können wir dann später mal reingucken. Ansonsten haben wir hier oben, hier ist der Last-Minute-Schalter. Hier finden wir Aufträge für, ja, was alles in der Regel meistens heute noch erfüllt werden muss. Was oftmals nicht so einfach zu erledigen ist. Hier Berlin-Madrid wäre natürlich möglich. 500.000. Ein Passagier. Berlin-Madrid. 500.000 kriegen wir dafür. Nehmen wir sofort. Den muss ich nun mal jetzt gleich sofort einplanen. Also nicht wundern, dass ich jetzt kurz ins Büro gehe. Und der muss sofort eingeplant werden. Ich brauche mal ein Flugzeug. Ist mir egal welches. Gib mir mal die Flugzeuginfo. Hier haben wir Passagiere 180 und die Freistädt. Wie viel hat die? 126. Dann kriegt das die Freistädt. Aufträge. Wir haben hier. Wo ist der Last Minute? Hier. 500.000. Den setzen wir sofort rein. So. Schaffen wir das noch? Ja, kriegen wir noch rein. Und das macht erstmal die Gera, dass wir das hier auch wegkriegen. Gate ist nicht frei. So. Zeig mir mal die Gate-Belegung. Warte mal, sollen wir ein bisschen verschieben hier, denn, dass wir ein freies Gate haben. Dann sind die nämlich erstmal weg. Da kriegen wir schon mal 600.000 hier rauf. 700, ja, 730, 740.000 kriegen wir etwa. Ja, 730 sind es eher. Die wir da bekommen, jetzt sofort an Geld. Wenn ich das schon mal zufällig, ich nutze eigentlich die Last-Minute-Schalter gar nicht groß, aber hier sehen wir auch gleich die Abflüge, hier steht schon dran, Berlin-Amsterdam, also Berlin TXL ist Tegel, ne? Nach Amsterdam, hier haben wir einen Flug nach Reykjavik, dann haben wir einen Flug nach Madrid. So. Der andere scheint ein Privatflug zu sein, der Last-Minute. Ansonsten haben wir hier noch Berlin-Kopenhagen. Ja, der Kran macht auch Töne. Wir können die auch alle mehr oder weniger anquatschen, manchmal die Personen, jetzt gerade nicht. Ansonsten, wie gesagt, haben wir hier, manchmal sind echt gute Aufträge dabei. Also der hier, der ist zu weit, Delhi-Oslo. Aber eine 500.000 immerhin. Schaffen wir heute aber definitiv nicht. Wir können ja mal gucken, ich mache normalerweise mal Routenflüge, aber wir können ja mal gucken, ob wir hier uns ein bisschen über die Last-Minute-Aufträge durch und hochstellen können. Und wir haben natürlich auch noch, mach einfach die untere Etage durch. Ah, die Flugzeuge sind zu laut. Die müssen wir ein bisschen leiser machen. Ja. Die sind trotzdem laut. Alles klar. Gut. Das sind die Ambientgeräusche, sind das dann? Ambient oder Effekte, warte mal. Da muss ich mal hier ein bisschen. Ambient war es. So, ein bisschen leiser machen. Guten Tag. So. Ja, so ist besser. So, hier haben wir jetzt nämlich die ganzen Abflüge und hier Berlin-Madrid um 14 Uhr. Ist ja eh nur eine Person gewesen. Das sind die ganzen Abflugterminals, da gibt es später noch, mehr geben. Hier sind die normalen Flüge, die nicht Last Minute sind, die sind in den nächsten Tagen in der Regel. Die bringen meistens manchmal auch ganz gut Geld. Guckt mal hier, zwei Passagiere New York-Berlin am Donnerstag. Heute ist Montag. 1.000.000, zwei Passagiere. Ah, Entfernung 6.200 Kilometer. Kann ich das fliegen von der Strecke her? Habe ich einen Flieger, der das schafft? 6.200, perfekt. Dann gehen wir gleich wieder runter, nehmen ihn gleich mit. Wenn er noch da ist, ich hoffe, er ist noch da. Ja. Gut, 1.000.000. Nehmen wir uns da sofort und werden wir auch gleich einarbeiten in unser Büchlein. Die Gera schafft das, die Freistädt schafft das, glaube ich, nicht von der Reichweite. Nein, das muss die Gera machen. So, am Donnerstag muss dieser Flug erfolgen. Machen wir mal gleich Donnerstag früh. So, vom JFK nach Tegel bringt uns 1.000.000. Der Flug hier, der Überführungsflug quasi, das ist ein Autoflug, wie hier steht, der ist halt Leerflug. Der bringt uns halt, ja, 54.000 Miese, aber egal. Vielleicht kriegen wir noch einen Flug nach New York irgendwo her. Ansonsten gehen wir mal unten weiter noch, wir waren noch gar nicht durch. Ja, hier ist halt der Air Travel. Hier ist Petrol Air, hier können wir Treibstoff kaufen. Das Ding ist auch so ein bisschen so, das da ist geheim.
Na, da können wir Spionage machen. Hier können wir mal reingehen. Guck mal hier, hier sind das Spionage. Hier können wir auch nicht Spionage machen, hier können wir Sabotage machen. Hier nicht mal anklicken. Achtung, nicht erschrecken. Dieses Zimmer ist privat. Gehen Sie. Jetzt. Genau, um da was machen zu können, müssen wir vorher ein bisschen was anderes machen. Aber hier ist Duty Free, da werden wir gleich mal ein bisschen shoppen. Die Mitarbeiterin hier. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Tja, was haben Sie denn so für Waren? Alles, was der Manager braucht. Ein Filofax, ein Notebook, ein Handy. Außerdem haben wir noch einige andere Kleinigkeiten. Schauen Sie sich ruhig um. So, wir können hier kaufen, wenn ich mich nicht irre, das Hufeisen kriegen wir jetzt nicht, da brauchen wir auch wieder irgendwas dafür. Wir können aber Schnaps kaufen, theoretisch, wir können die Pralinen kaufen. Den Filofax, den kaufen wir gleich mal. Laptop ist ausverkauft, der kommt irgendwann jetzt wieder. Ich habe zurzeit leider keine Notebooks vorrätig, aber sie sind bestellt und treffen voraussichtlich in einigen Tagen ein. In 8 Tagen kommen die, also in einer Woche etwa, aber ein Handy können wir kaufen für 300.000, das ist voll übertrieben, ne? Ja, die Preise sind echt wucher hier, aber gut. Ihr seht, die haben die 600.000 auch schon bekommen für den Flug nach Madrid. Haben wir schon, die Zeit verfliegt hier auch gerade. Hier ist die Bank, hier können wir Aktien kaufen und verkaufen. Oder Kredite aufnehmen. Ich möchte von welch? Von. Ich möchte meine eigenen Aktien alle kaufen, alle die noch da sind. Ja, von welcher Firma möchte ich? Eigentlich möchte ich eigentlich gerne alle Aktien kaufen. Ja, Mann. Außerdem von. Ich kaufe immer alle Aktien, Leute. Ihr habt mit Aktien, die wenn in die anderen Computerspieler nicht aufpassen, habt ihr die Möglichkeit, die Fluglinie zu übernehmen, wenn ihr alle Aktien gekauft habt von allen. Also könnt ihr einen Haufen Geld machen, wenn ihr auch Aktien ausgibt, wenn ihr neue Aktien emittiert. Ja. Ihre Firma hat eine Menge Aktien. Könnt 10.000 Aktien rausgeben. Alle. Zu welchem, aber ein niedriger, welchen Preis? Wenn ich jetzt den vollen Preis rausgebe, Bankgebühr, neue Aktien zu diesem Preis auf. Und dann könnte ich sagen immer noch, ja, fangen Sie an oder nein. Nein. Machen wir erstmal nicht. Ciao. Gucken wir einfach noch weiter. Hier können wir Kredite aufnehmen. Ja, wenn wir das möchten. Danke. Ansonsten haben wir hier den Zeitungskiosk, da können wir ein paar Nachrichten lesen. Hier, Tollwut im Revier aufgetreten. Die Wild schreibt, Flugzeug mit UFO zusammengestoßen, und die News schreibt, Arbeitslosigkeit sinkt. Hier haben wir Toiletten, Frauen- und Herrentoilette, wenn wir in die Frauentoilette reingehen, gibt es einen Schrei. Hier ist noch Wix Café, das gibt uns ein paar Infos manchmal und ein paar. Was darf sein? Ich habe gehört, Sie kennen sich mit Fluglinien aus. Allerdings, ich hatte selber früher mal eine. Hey, jetzt erkenne ich dich. Dein Bild war neulich. Genau. Ich wollte fragen, ob Sie nicht ein paar Tipps für. Klar habe ich das. Übrigens, nenn mich Rick. Also fürs Erste solltest du dich mit Aufträgen beschäftigen. Hier am Flughafen gibt es. Wenn aber es ist so eine kleine Hilfe quasi am Anfang. Es ist nicht meine Schuld, dass wir das Fahrwerk verloren haben. Ich habe das Haus nicht dahingestellt. Ja, er ist ein ehemaliger Pilot, den man ja Trost vergessen kann. So, hier hinten geht's dann in den Sicherheitsbereich. Honey Airlines, ja. Guten Tag. Hallo, Phoenix Travel hier. Was gibt's? Wie läuft das Geschäft? Sehr gut. Könnte nicht besser gehen. Und bei dir? Es geht um unsere Geschäftsbeziehungen. Ich wollte dir vorschlagen, zu kooperieren. Wir können unsere Kontakte ins Ausland gemeinsam nutzen. Du kannst meine Niederlassungen anrufen und ich deine. Einverstanden. Immer mit einverstanden. Das machen wir. Aus dem einfachen Grund. Das war es auch schon. Tschüss. Weil ich habe in der Regel nie Niederlassungen im Ausland, aber andere schon. Und kann sehr hilfreich sein. So, hier sind jetzt die Gates quasi, wo dann zugestiegen wird. Und hinten ist noch die Werkstatt von Jack. Hier können wir noch bestimmen, Tag, was kann ich für Sie tun? Wie unsere Fahrzeuge gewartet werden sollen. Ich möchte mit Ihnen über meine... Klar, zurzeit macht Karl das mit Ihren Flugzeugen. Wer soll es in Zukunft machen? So, soll immer perfekt sein. Meine Flugzeuge... Das sind dann 10.000 pro Tag aktuell. Okay, Sie sind der Boss.
Aber ich will, dass die im besten Zustand sind, meine Flieger. So, dann gehen wir mal in die obere Etage. Das hier hinten ist neu reingekommen. Also über die, glaube ich, bei Evolution schon und jetzt hier auch bei Deluxe. Der Designer-Shop quasi. Hier können wir unsere Flugzeuge selber erstellen an diesem Kasten hier. Hier können wir uns selber Flugzeuge zusammenbasteln mit ganz vielen. Sehen wir schon Passagiere 600 jetzt zum Beispiel. Gibt es verschiedene Nasen noch. Hier Zuverlässigkeit normal. Lärm leise. Das Gewicht, das Ding hier wiegt ja 500 Tonnen, das Ding wiegt 5000 Tonnen. Aber sehr leise. Wenn wir mal aufs Gewicht gehen, dann können wir das hier ransetzen. Ja, hinten die Heckflosse, Zuverlässigkeit, normal, Kosten. Zuverlässigkeit recht gut. So, hier können wir schon so ein Düsending draus machen. Also wir können hier sonst was bauen für Flugzeuge. Ja, so. So, jetzt sehen wir schon das Gewicht, die Passagiere, den Verbrauch, Lärm, Zuverlässigkeit, Tank, die Kosten und jetzt die Triebwerke wollen natürlich über die Reichweite entscheiden. Wir können hier Monster-Triebwerke ransetzen, ja, so richtige Extreme. So, Triebwerke sind nicht kräftig genug, setzen wir noch mehr ran, jetzt sind sie kräftig genug, verbrauchen aber Unmengen, halbwegs laut, Zuverlässigkeit ist schlecht, Geschwindigkeit, Reichweite nur 6000, ist recht wenig, muss ich sagen. Wir können ja mal die anderen Triebwerke nehmen, die hier, vielleicht sind die besser. So, da haben wir eine Reichweite von immerhin 9700, sind schon besser, immer noch schlechte Zuverlässigkeit, können wir die Nase austauschen. Machen wir mal was Raketenmäßiges hier ran. So. 14.500 Reichweite. Jetzt ist enorm mit 600 Passagieren. Kostet aber 82 Millionen das Flugzeug dann. Aber das wäre auch eine gute Geschwindigkeit dabei. Also, das wäre doch schon mal was, ne? An sich. Noch mehr können wir hier nicht anbauen, meines Wissens. Der Tag ist zu Ende. Dann wird es immer automatisch mal das Briefing überspringen wir mal. Und schenken uns das Briefing. So, da war der Tag schon zu Ende, habt ihr gesehen. Aber wir können ja Flugzeuge halt herstellen selber. So, hier haben wir noch den Flugzeughändler an sich. Hier ist noch so ein kleiner Händler, der uns neue Flugzeuge verkauft. Ich möchte wunderbar. Das sind die, die wir haben. A300, DC-10, DC-8 und so weiter. 727 200, 727 37 400. 747 hier mit einer 747-400 zum Beispiel, ja, also 75, 76 Space Voyager sind so mit extremen Reichweiten 15.000 Kilometer. Gott, der Brunnen ist echt nervig. Hat aber nur 90 Passagiere, ne? Aber kostet auch 200 Millionen, also ist extrem. Verkaufen können wir hier keine. Hier kommen unsere Büros. Das ist einmal unser normales Büro mit der grünen Tür oder der Glastür und einmal das hier unser Personalbüro. Dort finden wir einmal Herrn Hagedorn. Herr Hagedorn. Hallo Chef. Was kann ich für Sie tun? Er verwaltet unsere Angestellten. Und hier können wir auch Gehaltserhöhungen machen oder Gehalt kürzen. Und danke und tschüss. Ist Fräulein Selig. Fräulein Selig. Die uns die Bewerbungen zeigen kann. Hallo Boss, hier sind die aktuellen Bewerbungen. Welche möchten Sie? Die schauen wir uns doch gleich mal an. Berater brauchen wir nicht, ich brauche Piloten. Ich suche. Und zwar, ich will immer die besten Piloten haben. Sehr talentierte Piloten nehmen wir immer sofort. Und genau wie hochbegabte. Nee, das nicht. Nee. So, und jetzt will ich gerne noch die Flugbegleiter mir angeschaut. Sehr talentiert nehmen wir auch noch. Hochbegabt nehmen wir natürlich sofort. Mäßig über rechts. Sehr talentiert, okay. Recht talentiert. Und so, jetzt gucken wir mal, wie viele Flugbegleiter brauchen wir denn insgesamt, um die Flieger. Also ich würde sowieso gerne einen verkaufen eigentlich und dann was anderes dafür kaufen dann. Die Freistädt würde ich nämlich gerne loswerden. Eigentlich können wir die schon verkaufen, wa? Ja. Die Freistädt. Das Museum macht um 11 auf, da können wir dann auch verkaufen. Hier können wir die Flugzeuge ausrüsten. Ha, können wir mal die Gera uns anschauen. Wir können hier mal mehr Flugpersonal draufsetzen. Und bei der Freistadt mal welches abziehen dann. Das sind dann drei, das sind genau die drei, die uns, na, könnten wir einen feuern.
Okay. So, hier können wir ausrüsten noch. Guck mal, wo können unsere Flo oder so. Na, wir können jetzt gerade euch gar nicht zeigen, wie das insgesamt aussehen könnte, weil ich so viel Geld gar nicht habe. Aber, können wir die Mittelstufe können wir schon mal machen, theoretisch. Aber dann ist auch das ganze Geld weg und das sollten wir uns gut überlegen, ob wir das machen möchten. Aber das Menü können wir ja erhöhen und die Flugbegleiter natürlich auch. So. Also wir müssen jetzt eine Fluglinie aufbauen. Mal gucken, was wir hier noch ein bisschen schaffen. So, jetzt gucken wir erstmal durch, was wir hier für Personal überhaupt haben. Zeigen wir mal die Piloten. Hochbegabt haben wir, sehr talentiert, recht talentiert, den würde ich gerne loswerden. Und den talentierten, ja, die drei würde ich gerne loswerden. Er ist an Bord der Freistädt, er darf gehen. Er ist an Bord der Gera und er auch. So. Sehr talentiert ist an der Freistädt. Anderes Flugzeug zuweisen, Gera. Schmeißen wir den noch raus und den noch raus. So. Ich hoffe, zwei reichen denn für die. So, einmal Gera zugeordnet und einmal Gera zugeordnet. So, ich glaube, das reicht nicht, was wir jetzt haben. Das ist natürlich schlecht. Ich. So, Überdurchschnitt, recht talentiert, recht talentiert. Ja, die sind ja alle nicht talentiert genug hier. So, und bei den Begleitern, wie sieht's da aus? Flugbegleiter. Sehr talentiert, behalten wir, hochbegabt, hochbegabt, sehr talentiert, hochbegabt, sehr talentiert, talentiert fliegt raus, talentiert fliegt raus, hochbegabt, recht talentiert fliegt auch raus und Überdurchschnitt fliegt auch raus. So, haben wir ein bisschen aufgeräumt, ich bin ein bisschen fies wahrscheinlich. Wir gehen mal ins Museum und da waren wir noch nicht. Das ist das Museum, hier können wir auch Flugzeuge kaufen und natürlich auch verkaufen. Und hier können wir sehen, was wir kaufen können. Die Goslar zum Beispiel, eine Boeing 757-300 für 32 Millionen, die wir nicht haben. Eine Aarhus Boeing, also die Aarhus Boeing 767-300 für 5,8 Millionen. Und dann nochmal hier für 10,4 Millionen. Haben wir alles nicht. Hier können wir ihm aber auch eins verkaufen. So. Kauf, wenn der Preis stimmt. Freistädt, was kriege ich denn dafür? 3,4 Millionen. Das Flugzeug gehört zu 90%. Ja. So, bitteschön, haben wir jetzt 4 Millionen und dafür kriegen wir dann auch keins, aber immerhin haben wir schon mal ein bisschen aufgeräumt. Hier oben gibt es noch ein Fernglas zum Anschauen. Wie viele Fluggäste wir bereits befördert haben? Ja, sind nicht viele. Hier sind noch die Büros jetzt von Sunshine Airways und von Falcon Lines. Hier ist eine Werbeagentur, die wir auch mal reingucken können. Einfach mal so. Das ist die Werbeagentur, hier können wir Werbekampagnen in Auftrag geben. In verschiedenen Größen dann. Hier gibt es noch verstecktes Sicherheitsbüro. Das gab es früher auch noch nicht in den ersten Versionen. Das kam, glaube ich, erst bei Lux oder Evolution dazu. Hier können wir die Sicherheit noch erhöhen. Laptop fernüberwachen, wir können das Büro überwachen, Personalbüro überwachen, wir können unsere Flugzeuge schützen von innen, von außen. Gate-Überwachungen und Gate-Upgrades, ja, zwecks Sicherheit. Kostet auch eine ganze Menge. Kosten fix, Kosten pro Flugzeug. Einmal Gate. Kostet alles einen Haufen Geld. Das ist natürlich der Flughafenmanager, den hatten wir ja schon. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch mit allen Sachen, die es so gibt. Und ja, jetzt werden wir uns mal ein bisschen mehr drauf stürzen, dass wir hier Personal wieder voll kriegen. Gera ist jetzt personalmäßig unterbesetzt, wenn ich mich nicht irre. Wir können mal schauen. Die Gera, jetzt gucken wir mal. So, benötigt zwei Piloten hat sie, okay. Flugbegleiter hat sie 7, benötigt 5, also ist sie vollkommen im Rahmen. Ist also vollkommen okay. Von der Anzahl her. Gut, können wir uns nicht beklagen. So, die fliegt ja demnächst den Flug hier von JFK nach TXL für 670.000 Einnahmen.
Und die Maschine befindet sich aktuell in. Wo ist sie denn aktuell? Standort. Wo bist du? In Stockholm. Sie ist in Stockholm. Ja, könnten wir mal gucken, ob wir irgendwas finden, was ab Stockholm geht oder irgendwo in der Nähe da oben. Gucken wir mal, ob wir irgendwas finden. So, direkt von Stockholm haben wir schon mal nichts. Von Ottawa, nee. Kiew, Ottawa, von New York nach Berlin wieder. Moskau, Berlin. Berlin, Ankara. Ne, da ist jetzt spontan nichts dabei, was uns dafür gebrauchen könnten. Jetzt können wir mal gucken, was beim Last Minute ist. Oder was finden, was Schönes. Ein bisschen mehr Geld brauchen wir dann auch noch. So, Kopenhagen, Berlin, das sieht doch schon, na, das ist aber so wenig. So wenig Geld. Ne? Prämie 7000, das ist ja ein Witz. Kapstadt, nee. Lanzarote, das muss am Mittwoch geflogen werden. Ja, von den Werten her ist es auch nicht so. So der Knüller hier gerade. Lanzarote, Berlin am Mittwoch. Na, Ruby, da kommt. Irgendwas, was rübergeht nach Amerika? Nee. Nee, haben wir nichts da, was uns jetzt hilfreich wäre. Wir können natürlich auch bei Fracht nachschauen, ob wir da irgendwas finden, was interessant ist. Wir können mal gucken, so, wie viel Fracht kann denn die Dings aufnehmen überhaupt? Da gucken wir erstmal nach. Im Büro. Ja, die Zeit vergeht echt schnell hier mit der Zeit. Wie viel Fracht kannst du denn nehmen? 24 Tonnen maximal. Berlin-Stockholm, 15 Tonnen am Freitag. Berlin-Zürich am Donnerstag, das war zu viel. Können dann auch mehrmals fliegen oder mit mehreren Flugzeugen fliegen, ginge natürlich auch. 30 Tonnen, Kiew-Berlin 30 Tonnen. Ja, das, ja, Santiago-Rio am Mittwoch, aber das schaffen wir nicht. Nee, kriegen wir keinen Auftrag hin jetzt. Ich würde dann sowieso gerne trotzdem, glaube ich, wieder auf Routenflüge gehen. Die bringen dann am Endeffekt auch ganz gut Geld irgendwann. Man muss nur Flugzeuge sehen, dass man auch welche bekommt, die in die Routen auch fliegen können. Und wir gucken mal ins Routenfenster. Ich nehme normalerweise immer die Berlin-Delhi-Route. Die hat aber eine relativ hohe Reichweitenbedarf und halt, ja, 800.000 pro Monat. Nehmen wir was Kürzeres diesmal. Moskau. Deutlich kürzer. Was ist in New York? Berlin, New York, wo ist denn die hier? Zeig mir mal Berlin, New York. Täglicher Bedarf, aktueller Bedarf. Fliegt das? Achso, ich sehe das nicht, weil ich kein Spionage-Dings habe. Wir können hier in Amsterdam fliegen, halt, ganz kurze Strecke. Brüssel, Delhi. Nach Frankfurt von Berlin aus. Johannesburg, Lanzarote. Also der Bedarf zu gering. Täglicher Bedarf London. London. Berlin, London. Täglicher Bedarf 1800. Moskau 2000. Paris. Hier fliegen wir nach Moskau. Ja, machen wir Moskau. London sind. Ja, wir machen Moskau. Ein bisschen weitere Strecke. So, machen wir Moskau-Router. Die buchen wir jetzt für uns. Und da müssen wir jetzt natürlich gucken, dass wir da die Flugzeuge auch, oder das Flugzeug dann raufsetzen. Das kommt ja jetzt nach Berlin zurück hier und dann fangen wir am Freitag oder am Donnerstag, nee, am Freitag am besten an mit den Routenflügen. Und dann geht's hier los. So, die klatschen wir einfach jetzt hier rein, immer wieder. Und wäre natürlich sinnvoll, irgendwo so einen Tag drin zu lassen, wo sie vielleicht Pause hat, das Flugzeug. Wichtig, dass ein Flugzeug auch mal Pause hat zum Reparieren. Also einen Tag lasse ich immer als Pause drin für die entsprechenden Flieger. So, das wird dann automatisch wiederholt, meines Wissens, für die nächste Woche. Das sind halt Routenflüge. Wir können natürlich auch den Preis noch anpassen für die Routen. Selbstständig noch. Da haben wir einen Flug vergessen. So, haben wir wieder einen vergessen. So, und so, da geht das denn in die Routen rein. Dann können wir hier mit die Routeninfo nämlich den Preis auch mal anpassen. Ticketpreis ist einmal der normale Preis und einmal der Luxuspreis quasi. So, hier ist dann Dumping-Flugkosten, Normalpreis, Luxuspreis.
Ja, das sind so die verschiedenen Preise eigentlich, die man hier haben kann. Entfernung, Image, Rang, Nachfrage, die da drin ist, die Flugzeugauslastung, die Miete dafür und natürlich die Filterung. So, hier haben wir noch Frachtaufträge oder andere Aufträge, die wir alles nicht brauchen weiter jetzt. Und wir würden dann einfach mal, würde ich sagen, jetzt mal die Zeit ein bisschen vorspulen, die Tage. Immer wieder mal gucken, ob ein Flugzeug reingekommen ist oder auch ob Personal reingekommen ist. Der Tag ist eh gleich zu Ende. Gehen wir rein und machen selbstständig Feierabend und sehen uns am nächsten Tag wieder. So, wir haben gerade mal 181 Passagiere befördert. Das ist recht wenig. Image haben wir immer noch null. Personal ist bei uns das Beste. Flugzeuge sind bei uns mit das Beste. Wir brechen das Briefing ab. Ansonsten würde es halt. Wir machen es einfach mal. Guten Morgen. Schön, dass Sie pünktlich sind. Beginnen wir mit Sunshine Airways. Umfragen ergaben, dass Ihre Fluglinie weder besonders bevorzugt noch abgelehnt wird. Der Zustand Ihrer Flugzeuge ist vorbildlich. Machen Sie weiter so. Ihr Flugpersonal ist Durchschnitt. Und weiter mit Falcon Lines. Ihr Image ist durchschnittlich. Besser. Wäre besser. Ihre Flugzeuge sind in einem sehr guten Zustand. So sehe ich das gerne. Ihr Flugpersonal ist Durchschnitt. Als nächstes zu Phoenix Travel. Ihr Image ist durchschnittlich. Besser. Wäre besser. Ihre Flugzeuge sind in einem Top-Zustand. Sie sind ein Vorbild für uns alle. Ihr Flugpersonal ist Durchschnitt. Und zuletzt Honey Airlines. Ihre Fluglinie gehört zum Mittelfeld. Das ist okay. Es geht aber sicherlich noch besser. Der Zustand Ihrer Flugzeuge ist vorbildlich. Machen Sie weiter so. Ich gebe Ihnen mal einen Tipp. Sie sollten Flüge durchführen. Das ist für eine Fluglinie durchaus von Vorteil. Ihr Flugpersonal ist exzellent und hochmotiviert. Hervorragend. Dann wäre es das. Ich danke für Ihre Zeit. Ja, so sieht's aus. So, ja, und das Flugpersonal ist, ja. Wir sollten Flüge durchführen, sagt er. Klar, das machen wir natürlich auch. Ab Donnerstag, ab Freitag geht es dann auch los, dass wir hier dann definitiv auch dann Flüge machen. Berlin, Moskau quasi werden wir dann, ja, bestücken und da machen wir schon eine ganze Menge an Flüge. Wir können dann mal gucken, jetzt ist Mittwoch im Spiel, ob wir dann auch, ja, wir können auch telefonieren hier, wir können nämlich auch die ganzen Leute anrufen, wo wir schon waren. Wir können auch unsere ganzen Konkurrenten anrufen hier, wir können Bio anrufen, Tino anrufen, Hoshi anrufen, können wir alle anrufen. Und machen wir jetzt aber nicht. Wir bräuchten noch drei Flugbegleiter. Dann wären wir da komplett. Da gucken wir gleich mal in die Bewerbungen heute rein, ob wir neue Bewerbungen bekommen haben für Fräulein Selig. Flugbegleiter. Oh, 14 Bewerbungen. Da Ich gucken wir suche. gleich mal rein. Mäßig, übermäßig, recht talentiert. Hochbegabt nehmen wir sofort. So, sehr talentiert nehmen wir auch. Sehr talentiert. Hatten wir die drei voll. Nehmen wir noch mehr? Nö. Ich gucke trotzdem immer rein. Wir brauchen ja Ich. später auch noch mehr Piloten für mehr Flugzeuge. So haben wir noch einen hochbegabten Piloten und noch einen sehr talentierten Piloten. Wunderbar. So, haben wir noch zwei Piloten wieder bekommen. Wunderbar. So, Berater. Es gibt natürlich verschiedene Ich. Berater. Hier haben wir einen Auftragsanalysten und einen Informanten. Aber der guckt sich nur die Aufträge an. Und da wir aktuell eh nur das eine Flugzeug haben und das jetzt eh auf den Routenflug dann gebucht wird, ja, brauchen wir jetzt keinen Auftragsanalysten. So, jetzt gehen wir hier hin zum Museum und dann spulen wir mal die Zeit ein bisschen vor. Können wir hier mal auf die Uhr drücken, geht das schneller. Wenn wir noch gedrückt halten, geht es noch schneller. So, das Museum hat geöffnet, gehen wir mal rein, gucken wir mal nach neuen Flügen, also Flugzeugen. So, 5,8 Millionen, 10,4 und 4,8, die könnten wir uns leisten. Also könnten wir nicht, aber wir haben nur 4 Millionen, aber die wäre auch sehr schön. Eine 747-100. Drei Piloten braucht sie und fünf Flugbegleiter. Eine 747, eine Rosenheim. Ah, 1972, die ist alt, ne? Die ist echt alt schon, aber die ist nicht schlecht. Wir bräuchten nur eine gute Million Kredit. Nein, ich will nicht mit dir reden. Ich will nicht mit dir reden. Ich will raus. So, dann gehen wir mal zur Bank und gucken wir mal, ob sie uns einen Kredit geben. Eine Million bezweifle ich, aber dass sie uns eine Million geben. Aber schauen wir mal. Das haben wir ja Glück. So, ich hätte Ich gerne einen möchte. Kredit aufnehmen. Oh, wir kriegen sie ja. Wie viel können wir denn maximal? Ich mache immer mal so eine Riesensumme rein und dann gucken wir mal. 2 Millionen dürfen wir aufnehmen. 10% Zinsen pro Monat 16.000. Ja, nehmen wir.
Nehmen wir und dann gehen wir gleich wieder ins Museum zurück und kaufen die Boeing 747-100, die wahrscheinlich recht schlechten Zustand sein wird. Also schön, ich nehme es. Als wenn er uns überredet hätte, ne? So, jetzt würde ich gerne mal wissen, wie der Zustand von dem Flugzeug ist. Der Sunshine Airways Flug aus Reykjavik ist soeben gelandet. Soeben gelandet, habt ihr gehört. Aus Reykjavik. So. Ich wüsste gerne, was... Sekunde, das habe ich... So, was haben wir bisher ausgegeben für die Flugzeuge? Der Zustand ist 52%. Zigarette ausmachen. Ja, also 52% ist der Zustand des Flugzeugs. Nicht der beste, wird aber jetzt demnächst dann sich verbessern, wenn sie jetzt im Depot ist, quasi repariert wird. Wir brauchen eh noch einen weiteren Piloten erst. Vorher ist die eh nicht einsatzfähig. Die Rosenheim sehen wir schon, das fehlt noch. Pilot und Flugbegleiter fehlen uns auch noch. Da müssen wir noch ein bisschen Personal uns besorgen. Wir können auch mal den Namen ändern der Flugzeuge. Wie waren das hier? Flugzeug umbenennen. Ich tue die immer entsprechend der Route benennen, wo sie fliegen, dann kann man sich das besser merken. So, die fliegt noch nicht, die bleibt noch stehen. Die muss ja erst noch hier weiter bestückt werden. So, der Flieger macht gleich einen Überführungsflug von Stockholm nach New York, kostet mich 61.000. Und danach gibt es wieder eine gute Million dafür. Ansonsten haben wir jetzt eigentlich schon wieder nichts mehr zu tun. Ich weiß nicht, ob irgendwer Aktien ausgegeben hat in der Zwischenzeit. Ne, wir haben noch überall die 20% an Aktien. Kaufpreis im Besitz, Zeitwert, ja, der Kurs, naja, könnte besser sein. Gut, dann müssen wir durch. Wenn wir hier unten drauf klicken, kriegen wir eine wunderbare Übersicht übrigens über alles. Die Routeneinkünfte, die Auftragseinkünfte, sonstige Einkünfte, Mietausgaben jetzt hier unten sind das Ergebnis. Und hier haben wir nochmal Aktienübersicht. Wert aller Aktien, die wir haben, ist 1,6 Millionen. Dann der Kontostand und Kredit, den wir aktuell aufgenommen haben, Firmenwert, Image. Siehst du, Image. Ich wollte gerne mal zur Werbekampagne. Ich würde gerne mein Image noch ein bisschen aufpolieren. Wie sieht das Image meiner Firma aus? Sie sind noch völlig unbekannt. Wir haben 1000 Leute befragt und keiner kennt Honey Airlines. Und die ist blöd, ne? Ich möchte das Image meiner Firma verbessern. Da sind Sie genau richtig bei mir. Was schwebt Ihnen denn so vor? Ein paar Flugblätter? Anzeigen oder Radiospots? Vielleicht Product Placement im Kino oder Clips im TV? So, das können wir alles machen. Das kostet natürlich alles unterschiedlich viel Geld. So, Flugblätter kosten uns 1000 Dollar, 1000 Euro, das ist kein Problem. Anzeigen in Zeitungen 10.000, auch kein Problem. Spots im Radio 50.000. Im Kinofilm unterbringen, das ist dann wirklich Product Placement. Also es ist nicht, dass wir nur einen Werbespot vorne im Kino haben. Nein, wir kommen in einem Kinofilm vor quasi. Oder hier Werbung im Fernsehen wäre das Richtige. Oder halt eine riesige Werbekampagne für 2,5 Millionen, die wir uns aber nicht leisten können. Das Höchste, was wir uns leisten könnten, wären die Fernsehspots. Aber ich denke, das reicht, wenn wir erstmal nur Werbung im Radio machen. Spots im Radio wären ideal. Da habe ich schon gute Ideen. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Nein. So, ansonsten können wir hier noch das Image auch von Routen verbessern. Das Image von Werbekampagne, von Image, Firma und Routen. Ne, ja. Ich möchte in einer großen Werbe... Da sind sie genau. Ein paar Flugblätter. Hätten wir gleich machen können. Gut, dann machen wir jetzt Anzeigen in Zeitung nochmal. Ich möchte an... Ich rufe gleich bei... Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Warne. Machen wir mal ein bisschen Werbung für uns, dann können wir unser Image ein bisschen aufpolieren. Und ansonsten haben wir eigentlich alles schon wieder erledigt. Und ja, wir könnten natürlich Treibstoff auch selber kaufen, weil wir kaufen jetzt Treibstoff immer nur vom Markt. Hier sehen wir die Treibstoffkosten. Kerosin-Tanklager. Hier ist der Marktpreis, der aktuelle, der Einkaufspreis. Volumen haben 100 Barrel, die können wir gerade mal tanken. Kerosin
haben wir nichts drin. Der Tank ist leer, Flugzeuge werden zum Marktpreis betankt. Und müssen wir natürlich gucken, wie der Kurs ist. Das können wir bei Petrol Air machen. Gehen wir einfach mal hin und schauen uns das mal an. Hier ist der Kurs, aktueller Kerosinpreis. Sehen wir, ist, naja, zumindest, ja, nicht der tiefste, aber ist schon wieder am Steigen. Mit ihm hier. Salam alaikum. Was kann ich für Sie tun? Ja, wir könnten bei ihm Tanks kaufen, wir können bei ihm Kerosin kaufen, ansonsten können wir bei ihm die Handschuhe noch mitnehmen oder uns darum kümmern, dass wir hier irgendwann in diesen Raum rein können für Sabotage, aber ich bin kein Freund von Sabotage, ich sabotiere in der Regel eigentlich nicht. Ich werde zwar auch schon mal sabotiert, aber ich sabotiere in der Regel nicht selbst. So, ansonsten, gehen wir einfach mal wieder ins Büro. Ich würde gerne meine Flugzeuge noch ein bisschen schöner machen. Innen, aber... Der Fahrer des Wagens MHDC642 wird zu seinem Fahrzeug... Habt ihr gehört? MHDC, also MHD, ne? Also, das ist schon ein Zeichen gewesen früher, dass das hier später mal von uns Let's Played werden wird, beziehungsweise davon ein angezockt Video gemacht werden wird. Und was könnten wir da machen? Wir könnten den Sitzkomfort erhöhen, ja. Sogar auf das Höchste theoretisch. Wir könnten auch den Luxusartikel allgemein erhöhen. Wir könnten auch die Optik im Innern erhöhen, nicht aufs Höchste, es geht nicht, haben wir das Geld für. Oder halt das Menü verbessern. Wir könnten aber hier mal so die Mittelstufe mal einbauen. Haben auch schon volle Flugbegleiteranzahl. Und das machen wir jetzt auch. Wird die Gera, sobald sie irgendwo gelandet ist, demnächst wieder umgebaut. Und dann wird sie angepasst. Also nicht die Gera, sondern die Berlin-Moskau. Ja, die früher mal Gera hieß. Die andere hat immer noch Personalmangel, da brauchen wir noch einen Piloten mehr auf jeden Fall. Und auch noch Flugbegleiter. 5 an der Zahl. Vorher können wir die gar nicht einsetzen. Wir machen Feierabend und warten auf den nächsten Tag. Kriegen wir wieder ein bisschen Geld rein. So. So, Sunshine Airways hat schon über 1000 Passagiere und hier haben wir auch mehr schon. Unser Personal ist deutlich besser als das der anderen. Der Flugzeugzustand ist jetzt natürlich schlecht, weil das der Durchschnittswert ist und die eine hat ja nur 52. Und lassen wir mal so stehen. Wir gehen mal in die Werkstatt wirklich und gucken nochmal, was er hier mit den Flugzeugen macht. Bitte reparieren. So, reparieren Sie. Ach, Ziel ist hier sogar 52. Siehst du, das ist ja gar nicht der Sinn der Sache. Soll er ja Zusatzkosten. Guck mal, wenn wir die auf 60% produzieren. Ne, können wir auch nicht. Können wir uns gar nicht leisten. 55%. Das sind nur 3% mehr. Nee, du bleib mal auf 100. Das ist teuer. Ja. Sonst noch was? Wird dann repariert demnächst. Bis zum nächsten. Auf 55% erstmal, die muss natürlich jetzt erstmal noch. Da brauchen wir einen Haufen Geld, um das Ding erstmal noch weiter hoch zu pushen wieder. So, der müsste jetzt den Flug dann bereits gemacht haben. Seinen Linienflug, seinen Auftragsflug hier. Geld haben wir dafür natürlich auch schon bekommen und es wird sich natürlich demnächst dann hier entsprechend die weiteren Linienflüge machen. Am Donnerstag hat sie dann Pause und ansonsten wird sie hier fleißig zwischen Moskau und Berlin hin und her gurken. Und das die ganze Zeit. 18 Mal hin und her. Und dann fangen wir auch endlich an, die Route zu fliegen. Weil wenn wir das nämlich nicht machen und sie nicht stark genug auslasten, dann wird sie irgendwie wieder weggenommen. Und das wollen wir ja nicht. Wir sehen aktuell hier mal gucken, Berlin-Moskau. Auslastung 0%, Bedarf ist bei 2286 am Tag und müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Denke schon. Gut, das sind alle die überhaupt fliegbar sind, aktuell alle ab Berlin. Wenn wir die Strecke Berlin-Moskau, jetzt Moskau stark genug auslasten würden, dann könnten wir von Moskau aus auch noch Routen fliegen. Aber ansonsten... lassen wir erstmal so stehen und werden uns hier weiter umschauen. Wir haben jetzt eigentlich nichts zu tun, wirklich.
Müssen natürlich auch so ein bisschen gucken, denn dass die Flüge auch Geld rein. Achso, doch, wir gehen dann ins Personalbüro wieder. Und jetzt schauen wir mal hier rein, was wir hier schönes noch wieder an Personal finden. Ich weiß, das Spiel ist nicht so actiongeladen wie das letzte. Hallo Boss, hier sind die aktuellen Bewerbungen. Welche möchten? Aber, ich suche. Ja, es ist halt ein Klassiker eigentlich. Ne? Richtig schöner alter Klassiker hier. Und ich schön viele Flugbegleiter hätten wir in der Bewerbung. Haben wir auch noch ein paar schöne. Die fressen natürlich gut Geld, ne? Die Personal, was wir hier einstellen, das. Das wird noch nicht reichen. Ich meine, die hätte zwar genug Piloten, aber die hat noch nicht genug Flugbegleiter. Dann wäre sie noch nicht einsatzfähig. Fehlen noch 3 Flugbegleiter. Aber die Berlin-Moskau geht dann nächste Woche. Ups, nee, rausnehmen wollte ich nicht. Wir können dann hier auch sehen, ob die dann auch gebucht werden. Dann schon später. Ausgaben liegen bei 30.000 pro Flug. Jetzt sehen wir noch nicht, ob die gebucht sind. Die Einnahmen gewinnen halt. Sehen wir dann erst ein bisschen später. So, wir haben ja eine Post bekommen. Werbung. Entdecken Sie die goldenen Oldies. Lifetime bietet Ihnen eine einmalige Sammlung von 72 CDs mit einer Gesamtspielzeit von 3 Tagen. Wenn Sie danach noch Ohren haben, nehmen wir die CDs freiwillig zurück und behalten Ihr Geld. Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer. Seht ihr 0130. 0815 4711 jetzt MFG Anneliese Warner von Lifetime Music. So. Ja, Spam-Mails gibt es ja auch, beziehungsweise Spam-Post. Immer diese schöne Werbung. So, die Berlin-Moskau ist dann bereits umgebaut auf diesen Status hier und ist hier ein etwas moderner immerhin schon. So. Ja, was können wir noch machen jetzt? Eigentlich nichts mehr. Wir haben schon wieder alles erledigt hier, was wir an den Tag machen können. Können ja mal gucken, ob in der Zeitung was drin steht. So, Wasserknappheit berichtet. So, Außerirdische landen in Texas. Kartellamt überprüft nun noch genauer. Ja, okay. Wenn Sie meinen. Gehen wir mal in die Bank und gucken, da ist jemand drin gerade, dann müssen wir warten. Der Fahrer des Wagens MH DC642 wird zu seinem Fahrzeug gebeten. Wieder mal der Fahrer des Wagens wird zu seinem Fahrzeug gebeten. So, die Falcon Lines Aktien steigen. Das ist schön. Meine sind aktuell die schlechtesten mit 96%. Das wird sich auch noch ändern. Der gibt eine Dividende von 25%. Das ist gut. Das finde ich sehr schön. So, die Free Shop brauchen wir nichts. Aufträge schenken wir uns auch. Ich mache mal viel über Routenflüge. Wir können ja mal gucken, was es gibt an Aufträgen. Wir haben ja eh kein flugbereites Flugzeug zusätzlich. Manchmal gibt es vom Wert her, von den Preisen her, echt gute Aufträge. Hier Stockholm, Berlin, 2 Personen. Also, halt immer auf die Entfernung gucken, auf die Passagierzahl gucken. Wann das sein soll, muss man immer alles genau prüfen. Nicht, dass man das Problem hat, dass man da einen Auftrag hat, den man dann nicht mehr erfüllen kann, weil man dann kein Flugzeug dafür hat. Ja, da ist schon wieder einer. Schon wieder Falcon Lines. Ist immer vor mir da. Aha. Oh, guck mal hier. Aber da haben wir kein Flugzeug für, das zeigt er schon an. Keine Strafe, ist aber schon mal schön. Wenn die Flugzeuge grau sind, dann heißt das schon, wir haben kein Flugzeug dafür. Bermudas nach Los Angeles, Entfernung wäre das Problem. Das Problem ist die Passagierzahl mit 340. Würde aber 1 Million bringen. Manchmal sind hier echt gute Aufträge dabei, die sehr kurze Strecken und viel Geld bringen. Ja, schon nichts mehr zu tun wieder. Gehen wir wieder ins Büro, gucken wir mal, ob hier schon irgendwas gebucht ist. Haben wir noch keine Werte für, ob Berlin-Moskau gebucht ist. Müssen wir abwarten. Route wiederholen. So, ich denke, er müsste das dann eigentlich machen, dass er immer die automatisch wiederholt. Wir machen einfach mal Feierabend, dann gucken wir mal nach, was am nächsten Tag alles wiederholt.
So, da oben bei Phoenix Travel wurde sabotiert. Guck mal hier, da wurde sabotiert. Da gucken wir gleich mal rein. Image ist immer noch null, da würden wir schon Werbung machen. Flugzeug ist immer noch schon bei 77%. Nicht das beste Personal. Es war gut, aber das Flugzeug ist schlecht. Aber das schlechte Flugzeug fliegt nicht. Aber wir gucken uns das mal an mit dem der Sabotage. Guten Morgen zusammen. Leider gibt es Unerfreuliches zu berichten. Es hat einen Sabotagevorfall bei Phoenix Travel gegeben. Flugblätter in fremden Flugzeugen. Da schmückt sich jemand mit fremden Federn. Ich werde so etwas auf meinem Flughafen nicht dulden. Ich möchte den Betreffenden warnen, so etwas nicht noch einmal zu probieren. Ja, und jetzt kommt wieder der übliche Ablauf, wie jeden Tag, schenken wir uns den Rest. Sunshine Airways war der Übeltitel, da seht ihr immer daran, dass so ein Heiligenschein über der Person erscheint. Und daran seht ihr, dass dort was... So, der erste Flug war ein Minusgeschäft. Da hatten wir 64 Passagiere in der Billigpreisklasse und hier auch. Und geht's weiter. Wir machen im Preissegment 320er. No, immerhin 20.000 hat der. Immerhin haben wir jetzt schon gut 30.000 gemacht mit den zwei Flügen hier. Der nächste habe ich noch keine Infos zu. Ja. Können natürlich hier, ja, welcher Ticketpreis hat benutzt werden sollen. Normalpreis, Luxuspreis. Aktuell machen wir Normalpreis, glaube ich. Ja. Image 2% haben wir mal schon. Wahnsinn. Auslastung, Flugzeuge. Ja, ist doch schon mal was. Hier sehen wir das andere Flugzeug, die Rosen. Ach, richtig. Es gibt ja nicht nur die Innenausstattung, es gibt ja auch noch die technische Ausstattung. Nämlich einmal das Fahrwerk hier. Da gibt es, das große kann ich euch gar nicht zeigen, das große habe ich nicht genug Geld für. Dann gibt es noch hier die Beleuchtung quasi. Scheinwerfer, gibt es noch bessere. Dann gibt es noch die Rettungssachen hier. Das ist auch sehr teuer. Sicherheitsniveau, ihr seht ja hier nur einen Schwimmreifen. Und dann gibt es natürlich auch noch das Cockpit. Kostet alles viel Geld, wie ihr seht. Hier unten können wir jetzt noch erste Klasse verkleinern, erste Klasse vergrößern. Das ist halt so erste und zweite Klasse. Eine 3 von 10, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, genau. 3 von 10, also 30% sind erste Klasse, 70% sind zweite Klasse. Und so ist das Flugzeug aufgeteilt. Keine Buchungsinfos. Buchungsinfos haben. Oh, die Zeit ein bisschen vorspulen. Haben wir jetzt schon Buchungsinfos? Nein. Und halt Linienflüge. Jetzt müssten wir, aber ich habe es ja gesperrt. Aber noch nicht. Will Buchungsinfos haben. So, jetzt muss ich gar welche haben. Nur immerhin 149 Personen fliegen mit. Bringt wieder knapp 20.000 der Flug. Keine erste Klasse Buchung. Kann mir auch gut vorstellen, warum, bei dem Zustand des Flugzeugs. Kann ich mir das gut vorstellen. So, in der Bank können wir nochmal reinschauen. Oh, der Kurs von Falcon Lines geht echt nach oben. Das ist gut. Ich möchte. Leider ist die Wir dürfen keinen weiteren Kredit aufnehmen. Alles klar. Wir haben noch voll zu zahlen. Kredit all 2 Millionen hätten wir noch. Achso, wir zahlen ja pro Monat zurück. Wir könnten jetzt einen Teil zurückzahlen, aber könnten jetzt zum Beispiel hier einfach 300.000. Kredit neu 1,7 Millionen, dann werden wir nur noch pro Monat 14.000, pro Jahr 170.000. Aber das machen wir jetzt mal nicht, weil ein bisschen Geld brauchen wir ja auch noch. Hier mal Zeitung lesen. Stadt erhöht Gebühren. Bundeskanzler und CIA außerirdische nur Werbegag. Und wir können mal gucken, wieder, ob wir noch Personal kriegen. Fräulein. Ich. Oder waren wir da heute schon? Nein, waren wir noch nicht. So, hätten wir das auch wieder, Personal. Und jetzt müssen wir mal gucken, ist die Freistadt, die andere jetzt auch flugfähig? Die Rosenheim ist immer noch nicht flugfähig, fehlt immer noch ein Begleiter. Das wären 277 Passagiere, ne? Für die Rosenheim. Wechseln wir mal zur Rosenheim. So.
Hier hätte ich gerne auch diese Konfiguration. So, und hier können wir uns noch gar nicht leisten. Auf 10 können wir maximal hoch, 5 brauchen wir Minimum. Und die zu ergänzen können wir uns noch gar nicht leisten. Ja, wir machen wieder Feierabend hier im Spiel und seht, Geld ändert sich jetzt überhaupt nichts. Image ist auch immer noch schlecht quasi. Und also hat sich nicht verbessert. Und wir können aber dann mal gucken, wenn ein Flieger ankommt aus Moskau. Mal gucken, wann einer kommt. Gucken wir mal, was wir das Geld machen. Der Nachtflug bringt nicht so viel. Okay, 11.000. Und wieder knapp 20.000. Ja, die erste Klasse fliegt halt nicht, ne? Da sind noch keine Flüge. Seht ihr, hier wird unten jetzt wiederholt, direkt am Freitag. Donnerstag ist die Pause, damit das Flugzeug auch repariert werden kann. Aber es ist im wunderbaren Zustand. So, wann kommt denn hier einer? Um 16 Uhr. Ja. 16 Uhr kommt einer an. Beziehungsweise fliegt ab. Mal gucken können, wie zufrieden die Fluggäste mit unserem Flieger sind. Dann müssen wir mal schauen. Wie ist denn die Routenauslastung? Routenimage 5%, Rang 1 Nachfrage ist da. Auslastung Flugzeuge 62%, Routenauslastung aktuell noch 6%. Und das kriegen wir aber auch noch hin. So, das können wir aber glaube ich auch schon hier auf der Tafel dann sehen. Mal gucken. So, Moskau, hier sehen wir auch Auslastung 6% und reicht doch nicht. Wir müssen glaube ich mindestens 10 oder 20% machen, damit die uns hier nicht die Dings machen. Die Route wieder sperren. Die Gartenzwerggeschichte bei der Lokal. 12 Gartenzwerge aus Vorgarten geraubt, Polizei ratlos. Hier, Honey Airlines eröffnet erste eigene Route. Verbraucherverband fordert mehr Konkurrenz. Und Genfer Autosalon 3 Liter Auto vorgestellt. Und hier in der Wild haben wir noch Aliens Waren Werbung für Hotdog-Kette. Genau, so sieht's aus. Für die Hotdog-Kette. So, da haben wir noch nichts bei Duty Free. Das ist, der Laptop kommt erst später. So, ansonsten, können wir mal nach Personal gucken, dass wir die Rosenheim auch endlich mal flugfähig kriegen. Ich suche. Messingmäßig recht. Ach komm schon. Na, keiner dabei, der mir gefällt. Den ich haben möchte. Wir stellen uns jetzt einfach mal hier hin und warten jetzt mal ab. Und wir spulen die Zeit vor. Und dass wir immer eine Ankunft kriegen. Dauert noch ein bisschen, 16 Uhr etwa. Fliegt zumindest einer ab oder kommt an, wie auch immer. Irgendwie so in dem Dreh. Also 15 Uhr kommt er glaube ich an und 16 Uhr fliegt er ab. Irgendwie so. Müsste gleich angeschlagen werden schon oben. So, jetzt haben wir hier dran. Seht ihr schon, Moskau, Berlin, 15 Uhr. Der Honey kommt gerade. Aus Moskau ist zu ihm gelandet. Kommt gleich rein, da kommt er. Und jetzt kommen da die Leute raus. Und jetzt können wir mal gucken, anhand ihrer quasi Sprechblasen über den Kopf, ihrer Gedankenblasen, wie sie den Flug fanden. Ja, 2 Sterne, ja, lächeln, 3 Sterne, ja, 2 Sterne. Das ist gut fürs Image. Wenn da welche beißen, die schlecht gelaunt sind, ist mal blöd. Okay, ja, ja. Wir sind vollkommen zufrieden. Wunderbar. Bin ich sehr glücklich drüber. So, jetzt wird auch gleich angeschlagen werden in die andere Richtung. Da Tegel Moskau wird, steht jetzt dran um 17 Uhr. Und ich komme die Gäste, die dann einsteigen. Die steigen jetzt hier ein. In den Flieger nach Moskau wieder mit demselben geht es wieder zurück. Und mach mal hin hier, sonst fliegt er ohne dich. So. Wenn nicht da ist, hat Pech. So, und da ist er weg. Und ich würde sagen, wir machen Feierabend für den Tag dann wieder. Und das können wir auch hier an der Rolltreppe übrigens machen, meines Wissens. Und lauf mal schneller. So. Ja, so, Feierabend. So, Geld machen wir nicht wirklich. Oh, wir haben einen Imagepunkt bekommen. Juhu. Unser Image hat sich etwas verbessert. Jetzt haben wir schon 2000 Passagiere befördert. Haben wir schon Sunshine Airways und Phoenix Travel wieder überholt. Und sind jetzt fleißig dabei, Passagiere zu befördern. Gucken wir mal. Ja, 6.000, 12.000, ja, 20.000.
Ja, okay. Ich weiß ja nicht, wie die jetzt aufgeteilt ist. Warte mal, die Maschine. Von den Plätzen her 180 zu 30, ist das richtig? Ja. Genau, 180 zu 30, ja. Oder 180 und davon sind 30. Ich weiß gerade gar nicht. Rosenheim hat insgesamt eine 747-100. Warte mal, ich will mal gucken, wie viele Passagiere die an sich hat. Plätze. Interessiert mich jetzt mal. Ich, wunderbar. Eine 747-100. 370 Plätze hat sie an sich. In unserer Konfiguration hat sie 304. Ich glaube, das sind wirklich die zweite Klasse und erste Klasse Plätze. Nehmen wir das Personalbüro. Ich finde mir heute noch einen Flugbegleiter. Für die Rosenheim. Dass wir die auch noch starten können. Und sehr talentiert, da ist einer wunderbar. Ich gehe jetzt endlich. Ah, Genie kann alles. Beate Steinhaus, nehmen wir sofort. Die taucht auch da ab und zu in der Zeitung auf unten als beste Flugbegleiter, dass wir den besten Flugbegleiter überhaupt haben und hast nicht gesehen. Und so, jetzt ist die Rosenheim auch endlich flugfähig. Und jetzt will ich mal gucken, die Gate-Auslastung. Wir müssen die jetzt versetzt nämlich fliegen lassen mit der anderen und Berlin-Moskau, mal gucken, wann wir die jetzt hier ansetzen können. Die startet dann morgen auch, die fängt dann morgen an. So, da geht es nämlich nicht, weil das Gate schon ausgelastet, da auch. Da würde es gehen. Ist die jetzt ein bisschen, ah, da ist hier wieder Gate nicht frei. So. Dann tun wir die genau um einen Flug verschieben. So. So, also genau um eine Länge verschoben. Fliegen sie genau versetzt quasi. Quasi, wenn die hier in Berlin startet, startet die andere in Moskau. Und damit sollten wir dann die Linie nach Moskau wirklich schon relativ gut auslasten, denn wenn wir zwei Flugzeuge da drauf fliegen, also das sollte dann eigentlich kein Problem mehr sein. Dass die erste Klasse jetzt nicht gebucht ist, das liegt einfach daran, dass die Flugzeuge so schlecht ausgerüstet sind und schlechten Zustand haben. Weil würdet ihr mit so einem Flieger mitfliegen, der innen eine Ausstattung hat von 1950, so nach dem Motto, und dann wollen sie 640 Euro dafür haben? Würde ich auch nicht machen. Ich auch nicht. So, der übernachtet dann in Moskau und so hat er seinen Plan erledigt für die ganze Woche. Bitte auch wiederholen dann und wunderbar, dann fliegt die jetzt nämlich auch Berlin-Moskau. Die nennen wir jetzt genauso, also nicht wundern, dass die jetzt genauso heißt. Wir können ja noch eine Zahl hinten ranhängen, Moskau 2. Und die andere machen wir Berlin-Moskau 1 noch hinten ran. So. Zustand leider 55%, da müssen wir gucken, dass wir damit Geld noch ein bisschen machen, dass wir die wieder auf einen besseren Zustand bringen. So, dann hätten wir nämlich jetzt zwei am Fliegen auf der Route und somit dann hoffentlich auch eine bessere Routenauslastung. Wir können den Flughafen später auch noch ausbauen lassen über den Manager, da können wir das beantragen und dass der ausgebaut wird. Und dann können wir da auch mitbieten für das Gate. Wird ersteigert dann quasi und ja. Dann hätten wir ein weiteres Gate, dann haben wir hier mehr Gates. Ich glaube, wir können insgesamt glaube ich, 4 Erweiterungen machen, habt ihr insgesamt 5 Gates. Wenn ihr natürlich noch schafft, eine Airline zu übernehmen, habt ihr natürlich deren Gate auch noch. Und boah, der Kurs von denen geht echt in die Höhe, ne? Nicht schlecht. Aber mein Kurs steigt jetzt auch. So. Gut. Bin ich sehr zufrieden. Möchte ich jetzt wieder einen Kredit aufnehmen? Ich möchte. Leider ist. Nein, immer noch erschöpft. Na gut. Und ich könnte Aktien imitieren. Ihre Firma hat eine Menge Aktien. 16.800 Aktien wären da.
Alle Aktien rausschmeißen zum maximalen Preis. Ich fasse zusammen. Neue Aktien zu diesem Preis ausgeben. Aber da ich sie immer gerne kaufe, immer gleich wieder, damit ich die 100% halte, ist das halt so, bin ich so. Könnte natürlich die Aktien auch einfach so ausgeben, dass ich halt nur die 51% halte mindestens, Ich muss ja halt nur 51% mindestens halten. Eigentlich können wir das mal machen, ist da was? Wir machen jetzt. Ich will Aktien. Von welcher Firma möchte ich? Erst will ich sie imitieren. Ich ihre Firma. So, alle Aktien. Aber ein welche? So. Ich fasse zu. Ja, mach. Ja, so, jetzt kriegen wir Geld. Ich bedanke mich im Namen der Bank für den Auftrag. Jetzt haben wir noch 62% und jetzt können wir auch noch Aktien verkaufen. Von welchen? Unsere eigenen. Von. So, müssen wir mal gucken, wie viel wir am Ende noch haben. Ich möchte 11% verkaufen, dann haben wir noch 51% genau. Gerne. Und von welcher Firma möchten Sie sonst noch Aktien verkaufen? Die restlichen können dann doch ausgekauft nicht werden. Wir haben jetzt 1,7 Millionen wieder und das würde ich, glaube ich, gerne entweder in die Ausrüstung des Flugzeugs stecken oder in die Reparatur des anderen Flugzeugs. Jetzt gleich wird es eher in die Ausrüstung stecken. So, versuchen wir mal, die Moskau 2, die werden wir uns erstmal gar nicht leisten können, abzugraden. Boah, das Ambiente, ne? Oder wir versuchen die andere erstmal auf einen anderen Level zu bringen. Habe ich jetzt irgendwas gebaut? Was geändert? Nein, lass das. Nix machen bitte. So, hier fehlen noch Flugbegleiter, vier Stück, aber wir könnten hier mal auf diesen Level bringen, auch zumindest, dass die auch ein bisschen komfortabler ist. Das kostet dann 1, ja, sofort abgezogen worden und, oh, haben wir schon gut Geld hier. Moskau 1, Moskau 2 fliegt erst morgen. 70.000 kostet uns der Überführungsflug. Einnahmen? Warum haben wir da Einnahmen? Für einen Überführungsflug. Ein Autoflug. Keine Ahnung. Wir haben trotzdem Einnahmen, aber Ausgaben. Na gut, okay. Mal gucken, was denn hier das so bringt. Machen wir mal Feierabend und gucken uns das an. Nochmal schnell. Auf jeden Fall machen wir ein bisschen Geld. Hier haben wir schon 2% Image. Flugzeugzustand ist immer noch nicht der beste, aber Personal ist immerhin gut. Das ist schon mal wenigstens etwas. Jetzt gucken wir mal rein, was die hier jetzt nämlich uns für Geld bringt. Aha, gar nichts. Die ist nicht voll genug. Guckt mal, die ist nicht voll genug, Leute. Die ist nicht mal ansatzweise voll genug, aber sie steigert sich ja noch. Ich überlege, ob die erste Klasse Plätze gerade wegnehme erstmal. Solange wie die Flugzeuge so schlecht bestückt sind. Gehen wir auf die technische Seite. Berlin, Moskau. So. So, und die 1 bitte mal auch ohne erste Klasse. Können wir auch mehr Passagiere mitnehmen? Volle 240 bei der Moskau 1 und bei der Moskau 2 volle 369. Und dann können wir noch ein paar mehr Fluggäste mitnehmen. Nicht, dass die jetzt überhaupt schon voll wären, aber mal gucken. Muss ich ja etablieren immer erst alles. Die Route. Gucken wir mal. Auslastung ist jetzt schon bei 16% immerhin schon. Ich will direkt Feierabend machen. Ich will noch mal einen Tag weiter spulen und wir müssen hier das Ding noch beenden. Wir haben die Stunde schon wieder erreicht. Wir haben jetzt schon 10 Minuten drüber wieder. Und wir machen nochmal Feierabend. Und gucken mal, wie viele Fluggäste wir jetzt schon haben. Wir haben jetzt schon die meisten Fluggäste befördert. Und immerhin ein bisschen Image haben wir ja auch schon. Bei Falcon Lines gab es wieder eine Sabotage. Die gucken wir uns jetzt aber nicht an. Und ein bisschen Geld haben wir aber trotzdem gemacht anscheinend. Also, was halten die Sterne für sie bereit? Das interessiert mich gerade überhaupt nicht. So,
Gucken wir mal, die Moskau 2, macht sie endlich Geld? Ja, okay, jetzt macht sie endlich Geld. Passagiere 333, wunderbar. Wie viele kann sie? 369. Das sind wir aber von, bringt sie aber nicht viel ein, selbst wenn sie voll wäre, ne? Ja, dann müssen wir die Preise nochmal irgendwann erhöhen. Aber das ist dann der Punkt, die müssen wir dann, können wir erst erhöhen, wenn die Flugzeuge besser ausgerüstet sind. Das können wir mit dem Preis, hier brauchen wir die Preise nicht erhöhen, ja, ich bitte euch. Aber die Moskau 1 macht deutlich mehr Geld. Auf der Strecke. Mit weniger Fluggästen macht sie deutlich weniger, oder deutlich mehr Geld. Und ja, die, hier sind die Ausgaben sind hier so hoch. 92.000. Ja, keine Ahnung warum, ist halt einfach so, wa? Und gut, sind halt mehr Sitzplätze, mehr Essen, ne? Aber ja. Kriegen wir auch alles hin, aber die Auslastung der Route ist jetzt schon bei 31%. Das heißt, wir haben das wunderbar geschafft und die zu halten, dass sie auch, wir haben 14% Imagebreite auf der Strecke. Und ja, wunderbar. Die Strecke gehört uns quasi. Und da wir jetzt ausreichend Auslastung auf der Moskau-Strecke haben, dürfen wir jetzt auch alle Flüge ab Moskau fliegen. Zum Beispiel hier Moskau-Warschau, Moskau-Stockholm und Kiew-Moskau. Das sind, glaube ich, auch die einzigen, die mit Moskau sind. Extra noch, ne? Ja. Jetzt könnten wir also auch noch Flüge ab Moskau machen, zum Beispiel. Könnten wir nach Kiew fliegen oder nach Warschau, nach Stockholm. Wäre alles jetzt möglich, wenn wir dafür Flugzeuge hätten. Haben wir aber nicht. Also ist das natürlich nicht der Fall. So, aber wir haben 31% Auslastung. Das ist perfekt. Denke ich. Geld machen wir auch. Und hat jetzt irgendwer von uns Aktien gekauft? Bin ich mal gespannt, ob jetzt irgendwer von uns Aktien gekauft hat. Sind ja immer 49% kaufbar. Nein. Hat keiner was gekauft. Falcon Lines Kurs fällt. Okay, gut. Ja, wir gucken mal ins Personalbüro rein für heute hier. Fräulein. Gucken wir mal rein, ob wir noch ein paar weitere Flugbegleiter finden. Wunderbar. Und bei Piloten haben wir auch ganz viele Bewerbungen gerade. Da können wir auch mal wieder reingucken. Oder noch ein paar finden für später. Kosten uns natürlich auch alle Geld, ne? So, gut, hätten wir auch wieder. Und somit ist auch das schon wieder erledigt. Wir haben ja einen Brief, was will er von uns? Wichtig, beim Landecheck der Berlin-Moskau 2 sind Probleme aufgetaucht. Es wird einige Zeit dauern, bis die Maschine wieder abheben darf. Die Mechaniker schätzen 4 Stunden. Deswegen verschiebt sich jetzt auf der Moskau 2 der Flugplan. Wie ihr sehen könnt, hat sich jetzt verschoben. Jetzt müssen wir gucken. Landecheck. Jetzt müssen wir hier mal... da passt es nicht. Also mal, die ist jetzt in Berlin, ne? Da passt es nicht, da passt es nicht. Müssen wir einen Flug quasi ausfallen lassen. So. Gehen wir mal raus. So, und dann haben wir das verschoben erstmal. Gab es ein Landecheck-Problem bei der Maschine? Die ist defekt quasi. Und ist natürlich nicht gut, dass die jetzt, dass die so defekt ist. Wie viel Reichweite hat die denn eigentlich? 7000 Kilometer. Auch nicht schlecht. Gerade diese große Maschine, die ja, uns einen Haufen Geld kostet eigentlich. Eigentlich war das voll die Fehlanschaffung, dieses Flugzeug, aber gut. Gut, einen Tag noch und dann haben wir es und dann werde ich das an dieser Stelle. Aber Falcon Lines war schon wieder eine Sabotage. Gibt's ja wohl nicht. Unmöglich. So, die Maschine fliegt natürlich jetzt auch wieder. Moskau 2 ist wieder unterwegs, macht auch ein bisschen Geld immerhin. Was bringt jetzt? Guck mal, hier hat sie 40 miese gemacht. Und dann hat sie hier
zwar Plus gemacht, das sind aber 22.000 erst. Also wenn sie den ganzen Tag nicht ausreichend Plus macht, dann bringt uns das ja nichts. Weil sie ja Plus minus Null fliegt, so nach dem Motto, wenn sie mal Minus und mal Plus macht. Moskau 1 hat hier 20 gemacht, 29, 41. Ja, ist schon, das ist besser. Deutlich besser. Ja, gut. Aber ich denke, das soll es an der Stelle gewesen sein. Das ist Airline Tycoon. Ihr könnt ihr natürlich, wie gesagt, noch selber Flugzeuge bauen und kaufen und später alle möglichen Linien und Routen befliegen. Und könnt natürlich dann hier über den Air Travel Schalter auch Reiseflüge direkt machen oder Last-Minute-Flüge oder auch Frachtflüge, wo ihr auch mehrere Flugzeuge raufschicken könnt und auch, oder auch halt auch ein Flugzeug mehrmals hin und her fliegen muss, wie auch immer. Oder sowas alles könnt ihr machen. Ihr könnt selbst sabotieren, die anderen. Ihr könnt uns auch mal die Abflugliste nochmal anschauen. Haben wir auch nicht geguckt. Das ist jetzt die Abflugliste. Ihr seht in Berlin jetzt die nächsten Stunden. Heute eigentlich nur ich, Berlin, Moskau oder Moskau-Berlin die ganze Zeit. Also ihr seht ja Moskau-Berlin um 11, um 15 Uhr, 19 Uhr und 23 Uhr. Die Ankünfte und Abflüge um 9, 13, 17 und 21 Uhr. Also quasi alle 4 Stunden geht es nach Moskau und alle 4 Stunden kommt natürlich auch wieder einer an. Und der 9 Uhr Flug ist gerade raus und ja, ihr seht, ist eine Menge los. Gut, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart, hoffe, ihr hattet hier ein bisschen Spaß und sage ciao, tschüss und bis zum nächsten GOG Game, nächste Woche vom Bio dann wieder und übernächste Woche dann wieder eins von mir. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart und sage ciao, tschüss und bis in 2 Wochen beim nächsten GOG von mir. Tschüss, tschüss.